Der Future Zone Award 2023 ging am Donnerstagabend im Paliberg in der Wiener Innenstadt über die Bühne. Neben den glücklichen GewinnerInnen stand die künstliche Intelligenz im Mittelpunkt der Veranstaltung. Man muss verstehen, künstliche Intelligenz ist eine datengetriebene Technologie. Das heißt, wir füttern Daten von der Vergangenheit und Gegenwart und die sind natürlich gewissermaßen auch von unserem Wertebild und unserem Dasein und der Realität am Boden geprägt. Und das heißt, auch unsere Vorurteile, die wir haben oder all das, was noch nicht so gut läuft, füttern wir implizit in diese Systeme hinein. Wenn man sich überlegt, dass die neue KI Grok von Elon Musk auf eine humoristische Weise arbeiten soll und sarkastische oder zynische Antworten geben soll. Wer hält diese KI davon ab, irgendwelche sexistischen Witze zu machen, irgendwelche Witze, homophoben Witze zu machen, weil es einfach die Leute, die das programmiert haben, lustig finden oder weil es im Internet eben solche Witze gibt und die KI denkt, das ist lustig. Aber ich glaube, eine KI kann noch nicht empathisch auf einen Menschen eingehen. Und das kommt vielleicht noch, aber das ist das Schöne an meinem Beruf, mit den Menschen zu tun zu haben und spontan auf sie auch reagieren zu können. Also KI benutze ich tatsächlich immer häufiger in meiner Recherche oder für Übersetzungsarbeiten. Also ergänzend zu dem, was ich sowieso mache, versuche ich mir KI als Möglichkeit, mir Dinge zu vereinfachen, lange Texte zusammenzufassen, um zu wissen, steht da überhaupt drin, was ich wissen will, und dann nochmal dann tatsächlich im richtigen Text nachzuschauen. Generell benutzen Frauen derzeit weniger die Tools als Männer laut Statistiken. Und natürlich ist da die große Gefahr, auch gewissermaßen nicht mit dem technologischen Wandel gleich mitzukommen, was es eben braucht, um fit für die Zukunft zu sein. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Frauen sich in diesem Feld eine Präsenz schaffen, um eben einen Gegenpol zu bieten gegen solche Modelle, die ja eben meistens von Männern entwickelt werden, die vielleicht gar nicht so drauf achten. Also ich selbst bin auf der Engineering-Seite, ich bin selbst quasi Handwerker, das heißt, auf meiner Seite fühle ich mich halbwegs sicher. Zugegebenermaßen muss ich sagen, dass in vielen anderen Bereichen die KI durchaus auch eine Bedrohung darstellen kann. Und meiner Meinung nach ist es aber sehr wichtig für Leute, die sich neu in diesen Feldern entwickeln, diese KI nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als neues Tool, das es zu erlernen gilt. Genauso wie das Auto das Pferd abgelöst hat, kann KI jetzt das E-Mail-Schreiben ablösen. Ich hoffe tatsächlich, dass es in der Gesundheitsbranche am schnellsten voranschreitet, weil die Beispiele, die wir heute gehört haben, dass Nervenfasern künstlich erzeugt werden können, ja, und all die Möglichkeiten, die es auch gilt für im Krankenbereich, im Pflegerinnen- und Pflegerbereich, das ist schon etwas, was irrsinnig spannend ist und wichtig ist, gerade weil wir Personalmangel haben, und da kann die KI extrem hilfreich sein. Es wird einem erfahrenen Menschen, einer Person helfen, einfach mehrere Systeme zu überwachen, und ein Mensch konzipieren, ein Mensch kann sich immer nur auf ein System verlassen. Mit der KI schafft man es halt, dass man das einfach ausweiten auf viele andere Systeme. Eines ist klar, nur die Technologie alleine kann unsere Probleme nicht lösen, sondern wir müssen unsere strukturellen Probleme lösen und können dann quasi nach vorne schauen und gemeinsam mit der Technologie eine Zukunft bauen, die uns hoffentlich allen gerecht wird. Aber irgendwann wird das so sein wie Smartphone, und es wird uns überhaupt nicht mehr auffallen, dass wir das leben. Es wird sich integrieren und wir werden damit klarkommen.